Ja, willkommen zurück bei Dark Souls 3, der Stoic Challenge. Ich sag das jedes Mal, damit man weiß, damit ich weiß, warum ich das hier eigentlich mache. Letztes Mal habe ich die Tänzerin aus dem Nordtal, aus dem Wintertal, wie auch immer man Boreal Valley übersetzen will, platt gemacht. Und jetzt, wie gesagt, kümmern wir uns um ein loses Ende. Ich versuche Sigvard von Katharina die Questline vorzuschreiben. Ich habe, ich gebe es zu, online gegoogelt und in den entsprechenden Wikis zum Spiel die Info gefunden, wie das gehen müsste. Außerdem habe ich beim Schneiden der vorletzten Folge, in der ich hier diesen Riesenplatt gemacht habe, in diesem Raum, in dem wir jetzt gleich kommen, gesehen, dass es hier eine Treppe gibt, die ich übersehen habe. Ich weiß nicht, da drüben vielleicht. Ja, gleich mal gucken. Das war nur während des Kampfes, war die kurz zu sehen. Hier ist auch noch ein Item. Ach ne, das ist vielleicht die Zelle. Hm. Da ist er ja. Hm. Okay. Gut. Also, den können wir hier, soweit ich das online verstanden habe. Pardon me, I was absorbed in my... That like a rat. But you needn't worry. I've just been sitting here weighing my options. Moment has almost come. I just need a bit more time. Diese respawnenden Ratten hier sind auch nicht. My liberation with the key. Ja, okay. Ich habe keine genaue Information darüber, wo der Schlüssel ist, aber ich habe es gesehen. Ah, da ist die Treppe, die ich gesehen hatte. Sehr gut. Oh, nein, was mache ich denn? Für eine Scheiße hier. Das war jetzt absolut unnötig. Gut, dass ich 9 Ember gekauft habe. Letzte Runde. Denn das hat gerade den Ember gefressen, den ich drauf hatte. Und den werde ich auch wieder drauf tun, weil ja nun doch immer wieder mal Invasions von irgendwelchen NPCs stattfinden. War Fump. Dann muss ich jetzt halt nochmal 1000 Ratten tothauen. Am besten hier auch nochmal runterfallen. Eieiei. Ja, der Schlüssel für die Zelle befindet sich in einer Kiste, die relativ weit unten im Dungeon ist. Sehen, wie wir da am schnellsten hinkommen. Und die Zellentür kriegen wir dann nur über die Profaned Capital. Aber erstmal brauchen wir den Schlüssel. Ob das alles die Mühe wert ist? Ich hoffe jetzt immer, dass die Treppe irgendwas abwirft. Bisschen nervig sonst, gerade hier gestorben zu sein deswegen. So ein Scheiß. Okay. Wo kommen wir hier raus? Da ist eine Leiter. Dachte ich's mir doch. Warum ist denn das alles so langsam? Himmel! Boah, diese Kamera und alles, das ist doch alles super riesen Scheiße. Mein lieber Scholli.
Ja, super. Hat es das jetzt gebraucht? Gut. Aber wir sind ja noch nicht durch. Es gibt ja noch die Leiter hier. Wo die uns hinführt. Nein, das glaube ich nicht. Ja, also, was ich nicht verstehe, ist, dass das, als ich angefangen habe mit dem Spiel, nicht so war. Die Framerate, das Geruckel, das Schwerfällige, das. Alle Aktionen, die ich mache, erst mit Verspätung ausgeführt werden, dass es erst nach und nach passiert. Verloren. Okay, es sieht so aus, als käme man da zurück nach oben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wohin genau. Nicht in den Gang, der aus der Profaned Capital hier hingeführt hat. Was hat der Raum hier eigentlich für eine Funktion? Keine, nur ein Durchgangsraum. Das war knapp. Aber wie viele sind denn hier? Also hier war ich schon, da kann ich mich dran erinnern. Und wir sind da runtergesprungen und haben das nicht weiter erforscht hier alles. Offensichtlich war das nicht so schlau. Jede Menge Zeug noch drin liegt. Und ich vermute mal, hier wird irgendwo auch der Schlüssel dann sein. Hier weiter unten. Wenn man hier runterspringt, kommt man auch in den Raum, in dem ich gerade zu Tode gefallen bin. Das heißt, es ist da, es ist tatsächlich immer derselbe Riese gewesen, weil der ist ja jetzt weg. Also, was ich sagen will, ist, die beim ersten Mal, dass ich durch Irithyll Dungeon gekommen bin, war ja auch schon ein Riese in einem Raum. Und das ist tatsächlich derselbe, den wir dann am Ende, Kamera, gefunden haben. Ich glaube, das ist auch der Raum hier. Wenn das da drüben mal nicht ein Titanite-Fucker ist.
Ein Chunk, wunderbar. Dann können wir jetzt endlich die Waffe upgraden. Hier gibt es jetzt überall diese... Also ich glaube, da unten sitzt irgendwo Siegwart ein. Das ist alles derselbe Raum. Dann gucken wir doch mal, was in dieser Röhre da drin ist. Ich glaube, da war ich vielleicht noch nicht. Oder? Hm. Nein, ach, das glaube ich alles nicht. Also, ich weiß nicht, was hier schief läuft. Spawnt doch eh bloß. Wiedersehen. Oder ist das der richtige Gang? Oder kann ich hier auch einfach... Was ist das denn da? Dieses Item da drüben hätte ich eigentlich auch ganz gerne. So gut. Ist auch sehr lustig, ich habe das Item geholt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. So it goes. Eine Kamera reißt es auch ständig zur Seite weg. Also irgendwas ist hier mega faul. Und Weise, in der dieses Spiel operiert. Ich habe das Gefühl, war hier doch schon. Ja, gern auch den Angriff ausführen, wenn ich drücke. Es ist echt. This game is broken!
Schon wieder. Ignoriert einfach den Tastendruck. Das hört sich nach Basilisk an. I don't like it. Oh, das ist doch die richtige Stelle. Okay. So, einer von den beiden ist ein Mimic und der andere ist der Schlüssel. Da liegt die schon nach vorne. Und da biegt sie sich nach hinten. Ja, sehr, sehr witzig. Try Silence, aha. Aha. Also klar, das ist der Schlüssel. Und da haben wir unsere Freunde, die Basilisken. Oh, 5. Ja, warum denn auch nicht? Boah, das kann doch nicht wahr sein. Und der Mimik ist auch noch aufgewacht. Na super. Okay. Wiedersehen. I'm leaving. Ein Wunder, dass ich noch lebe. Würde ich sagen. Muss ich hin? Das ist wohl die beiden Unsichtbaren vielleicht? Ah, wer weiß. Also der Mimik hat natürlich auch noch ein Item. Aber soll ich mich jetzt den Basilisken aussetzen, um diesen Mimik zu bekämpfen? Warum 3? Und warum spinnt die Kamera wieder? Das kann doch alles nicht wahr sein! Ah, dieses Spiel ist, es ist praktisch und das gibt's doch nicht. Das ist unspielbar. Das ist alles so reaktionsträge und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Vielleicht muss ich das Experiment abbrechen, weil das macht so wirklich keinen Spaß. Wahnsinn. Lieber Gott. Okay, und jetzt ist das nächste Problem, dass meine Seelen wahrscheinlich ja nicht da liegen, wo ich hingefallen bin, sondern oben. Not fun. Nicht übel Lust, einfach zum Vergleich mal ein Level vom Anfang auszuprobieren. Obwohl der Vergleich natürlich ungerecht ist, weil die Waffe viel besser ist, die ich jetzt habe, aber das kommt mir alles so. Ja. Ich langweile mich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Eigentlich möchte ich nicht weiterspielen unter diesen Umständen. Ruckel, 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 ruckel.
Das kann doch nicht in einem ganz normalen Level, wenn ich um eine Ecke biege, kann auch die Framerate nicht so in die Knie gehen. Was ist denn hier los? Und warum sind das schon wieder, ein Angriff mehr, als ich gedrückt habe? Das gibt's doch nicht. So, eine interessante Frage, wie ich hier überhaupt lebend rauskomme. Wo sind meine Seelen? Das ist die nächste interessante Frage. Da drin. Du nervst mich. Das glaube ich jetzt nicht. Wir halten fest, Hitze ist nicht gut für den Stoizismus, denn ich gebe gerne zu, dass ich gerade bis zum Anschlag genervt bin. Und warum? Ich kann ja nichts. Nehmen wir es mit Humor. Lächerlichen Versuche dieses Spiels, mich zu ärgern, die ja erfolglos sind. Und schauen wir mal, ob das hilft. Ich weiß nicht, ob das Sinn hat. Ich vermute mal, ich kann mich irgendwie dunkel erinnern, dass ich in dem Raum schon war und ich glaube, die beiden Kisten da oben sogar damals stehen lassen habe, weil ich schon geahnt habe, dass eine davon Mimic sein wird und keine Lust darauf hatte. Ich glaube, wenn man an den beiden Riesenratten vorbei ist. Ja, das kürzt wenigstens diese Scheiße ein bisschen ab. Das ist doch ganz schön. Jetzt am besten runterfallen, genau. Damit wird auch die Frage beantwortet, wie man da wieder rauskommt. Es gibt eine Leiter, die ich übersehen habe bei den letzten dreimal, die ich hier vorbeigekommen bin. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch tatsächlich mich blöd anstellen will. Warte, wo kommst du denn schon wieder her? Meine Güte. Jetzt
müssen wir einfach nur noch hier raus und zu der Tür, wo wir diesen Schlüssel einsetzen. Einmal ekelhafte Riesenratte. Was ist denn jetzt schon wieder los? Also, ich... Das gibt's doch nicht. Ja, okay, scheiße. Das ist genau, wie ich dachte. Diese scheiß Jailer. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Komme ich zurück. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal wieder schauen. Also, jetzt müssen wir in der Profaned Capital zu dieser Kirche, in der übrigens auch noch eins von diesen Handmonstern mit den Köpfen aus Händen sich rumtreibt. Aber das kann sich da meinetwegen auch noch länger rumtreiben. Ich glaube, es ist gar nicht nur eins, sondern mehrere. Da müssen wir vorbei. Und dann müssen wir in der Lage sein, Siegwart zu befreien. Und wenn das mal alles, hoffentlich hat das alles irgendeinen Sinn, sonst bin ich allmählich ein bisschen genervt. Ja. Die interessante Frage für das Projekt ist, hat meine erarbeitete stoische Ruhe, meine Methoden, hat das irgendeinen Sinn gehabt? Oder ist das Papier dünn und sobald was Nerviges passiert und ich nicht wachsam bin, wird das alles wieder rückgängig gemacht? Ich hoffe, ich tue das Richtige, aber ich glaube schon. Frage geklärt, was hier diese Geräusche macht. Vielleicht sind das schon diese Sumpfviecher da unten. So. Hier war hier nochmal der schnellste Weg rüber. Diese Insel da auf jeden Fall, dann kann man nicht die Vergiftung nicht vermeiden. Genau so. Oh, da hätte schlimmer sein können. Hätte ich mit mehr Kummer gerechnet. Okay, und jetzt müssen wir aufs Dach. Schon bei den Jailern. Lalala. Ich dachte, hier muss man jetzt irgendwo springen. Da. Ja. Das. Yippie-yay-hey. Vielleicht hat diese Folge wenigstens ein... Jawohl. Immerhin haben wir den Auftrag erfüllt. Hello, I freed you. You are a saint. I am. Once again, you are my valiant savior. Yes, I am. I, Siegwart of Katarina, express my deepest gratitude. Very good. Take this, a token of my thanks. Go on. What it's all be? Yours. Ooh.
Okay. Not bad. Ah, no, please. I've my end. Well, das ist ein bisschen... no, please. I've my own and... bisschen absurd, weil... Kollege, der Riese ist schon tot. My own road to take and a duty to fulfill. Very soon. Yes. Ah, okay. No, please. I've well, my then I own will road go to take. Ahead. Yes, I will then go ahead. Well, well, well. Gut und schön. So, jetzt noch die Beasts da unten kaputt schlagen oder vielleicht auch nicht. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Das ist alles nicht so leicht in diesem Leben. Unsichtbaren Sackgesichter. Habt ihr euch so gedacht? So. Sein. Damit ist jetzt Irithyll Dungeon auch erledigt. Und ich glaube, das war's dann für diese Folge. Extrem schlechte Stoizismuswertungen. Ich schieb's auf die Hitze. Aber wir haben Sigward auf Katharina ein gutes Stück auf seiner Questline weitergebracht und Irithyll Dungeon nochmal ausgeräumt. Und damit verabschieden wir uns hier aus dem Stoizismusstudio, aus dem Schimpfstudio heute eher. Wiedersehen.